Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu F123. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Hier, heute an diesem Freitag, wir starten heute rein mit Breaking Point 2. Den ersten Teil haben wir ja Let's Play zusammen. Und den zweiten Teil werden wir jetzt angehen. Ich werde euch mal kurz erklären, was Sache ist. Und zwar werden wir es so machen. Breaking Point wird immer nur dann kommen, wenn Markus, also so Gramados, keine Zeit hat. In erster Linie will ich mit ihm zusammen die Karriere Let's Playen, also quasi in Zweispieler-Modus zusammen machen. Ja, quasi in so einer Story, ich mit meinem Let's Play. Ihr werdet dann genaueres erfahren, wenn wir dann zusammensitzen. In der Zeitung, wo er mal nicht kann, und das kann halt so passieren. Wenn man zu zweit zusammen arbeiten muss oder was auch immer, sieht bei mir an meinem Job, sieht an seinem Job. Kommt Breaking Point. So, also, kommt Breaking Point, genau. Formel 1 wird immer jetzt kommen von Freitag bis Sonntag einschließlich, jeweils um 14 Uhr. Dafür wird dann das FIFA Let's Play pausieren. Sollte Breaking Point dann irgendwann durch sein. Und es passieren, dass zu Gramados keine Zeit hat, wird es weiter mit FIFA gehen. Nur, dass ihr grob schon mal Bescheid wisst, was eigentlich jetzt gerade Sache ist. Also es kann passieren, dass wir nicht jedes Wochenende die zwei Spielermodus sind. Wir versuchen, so weit wie möglich hinzubekommen, dass wir sowas treffen, dass wir uns irgendwie vorbereiten, so weit am Wochenende, dass wir es hinbekommen. Aber wie gesagt, bitte, bitte, reiß mich nicht jetzt in der Luft, wenn es jetzt am Ende nicht der Fall ist. Ja? Gut. Also, gehen wir mal rein mit Breaking Point. Wir werden das ganze Ding zumindest auf anspruchsvoll spielen. Ich habe es gerade mal auf normal gespielt, zumindest mal auf anspruchsvoll spielen. Und ja, ich habe mir vor einigen Wochen ein neues Lenkrad gekauft. Ich habe das Thrustmaster GT300 RS GT, so ist es richtig, mit dem Ferrari SF1000 Add-on. Also quasi diesem Ferrari-Lenkrad. Ich fahre hier quasi mehr oder weniger mit einem Michelin-Lenkrad. Mein erstes Rennen habe ich ja schon durch. In der MCFL. Ich werde wieder so das Formel 1 fahren. Aber auch dann nur natürlich, wenn die Zeit da ist. Wie gesagt, ich bin jobmäßig öfters eingebunden. Auch am Wochenende. Ich bin Busfahrer vom Beruf. Für die Leute, die es vielleicht interessiert. Ja. Da ist es auch durchaus mal angebracht, am Wochenende zu arbeiten. Oder zu, ja, doch, ist richtig. Ich habe gerade versucht, ich habe eigentlich meinen Ventilator anzumachen, sodass ich ein bisschen Luft bekomme. Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, es sind gerade draußen 32 Grad, ich gehe hier drin kaputt. Ich muss sogar meine Technik umbauen, weil ich nicht immer Platz für meinen Sitz habe. Na gut, ist dem auch sei, wie dem auch sei, ich freue mich drauf. Gehen wir rein, ich habe noch kein Video von dem Spiel gesehen, von dem Let's Play gesehen. Ich bin einfach heiß drauf, ich habe Bock und wir starten. So, wir müssen mal gucken. Fahrhilfen. Lenkassistent, Bremsassistent brauchen wir gar nicht. Traktionskontrolle Mittel. Gut. Wiederkehrender Hinweis für. Okay, das ist schon mal. Sie deaktiviert von Rückwärts. Wieso kriege ich ihn nicht raus? Okay. Ich hätte sie gerne mit drin gehabt, diese Meldung. Okay, ist halt mal so. So, wir gehen mal rein mit der Regeln und Flaggen. Immersiv. Die Probe gestellt. Okay. Geblendet mit unbegrenzt, ja. Reduziert. Nee, wir machen es komplett. Warte mal. Wir werden es auf Simulation machen, klar. Das wird dann auch Let's Play so sein. Sonst macht es keinen Spaß. So. Ich muss mich gerade noch ein bisschen einstellen hier. Gut, okay. Regeln und Flaggen. Ich hätte gern
Warum auch immer der das so jetzt nimmt. Hospitalität brauchen wir erstmal nicht. Okay, das schon mal ist so. Gut. Dann starten wir. Ich bin ziemlich heiß, wie gesagt, auf das Game und ich freue mich drauf. Ja, ich habe, da ich das Spiel jetzt habe, werden wir tatsächlich auch nächste Saison wieder in den SFL fahren. Ich habe schon ein Angebot von der Freitagsliga bekommen, aber ich habe schon so wenig Zeit. Das ist ja sinnfrei. So, okay. Gehen wir mal rein. Nee? Na? Los geht's. Bisher in Breaking Point. Aiden, jetzt steht das erste Formel 1 Rennen für Sie an und ich möchte Sie fragen, wie fühlt sich das an? Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich sehe mich um und bin täglich von meinen Helden umgeben. Und was sagen Sie zu Kaspar Ackermann? Wie stehen Sie beide zueinander? Das war nicht meine Schuld. Wessen Schuld denn dann? Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Wir alle haben Mitleid mit dir. Du hattest nie eine Chance. Ich habe eine Nachricht bekommen von Christian Horner. Du wirst beobachtet. Weißt du, was sein Problem ist? Er findet, du bist zu alt. Du willst Respekt, dann zeig Respekt! So läuft das! Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen! Ich hör auf. Du was? Ich werde zurücktreten. Warum hat das mit euch beiden nicht funktioniert? Er bekommt mehr Geld als ich. Was? Er wollte mich nicht im Team. Ich wollte... Und du dachtest, ich bin nicht mehr gut genug. Also ist nichts davon wahr? Die Fahrer tratschen viel. Und es gibt da einen, der sich besonders hervortut. Ich will, dass wir den vierten holen. Ich will, dass wir Butler besiegen. Und dass du diese Stelle kriegst. Alfa Romeo ist auf dem besten Weg, Alfa Tauri wirklich zu ärgern. Oh, Butler nähert sich. Ackermann, er geht nach innen, will angreifen. Und sich stoßen zusammen. Butler in die Leitplanke. Das scheint das Ende des Rennens für ihn zu sein. Und der Holländer kann weitermachen, Stefan. Schön zu sehen, dass er nicht aufgibt. Du musst ihn jetzt anrufen. Hey, was ist mit Kasper? Wir lassen Aiden vorbei. Ja, lass Aiden durch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hast du den Unfall gesehen? Geht's Butler gut? Besser als seinem Ego. Hm. Genau, das haben wir mehr oder weniger dann noch am Ende des letzten Teils gesehen. Und herzlich willkommen in Miami nach einigen Rennen der Saison 2022. Kapitel 1. Eine neue Ära für die Formel 1. Die Überarbeitung des Stationary-Modus ist das erste große Update des Sports seit mehreren Jahren. Aber es sind nicht nur die neuen Autos, die im Fahrerlager für Aufregung sorgen. Wie fühlt es sich an, ein neues Team in der Formel 1 an den Start zu bringen? Wenn Sie das erste Mal den Wagen sehen... Ihren Wagen. Mit Ihrem Branding, Ihrem Namen drauf, vor einem offiziellen Rennen. Und dann neben Ferrari, McLaren und Mercedes. Das ist schon umwerfend. Es klingt, als hätten Sie sich einen Traum erfüllt. Schön wär's. Wann wurde Ihnen zum ersten Mal klar, was bei Konnersport auf Sie zukommen würde? In der Saison 2022, gleich von Anfang an. Dass die Fahrer aneinander geraten würden, war ein kalkuliertes Risiko. Aber der Wagen, da gab es echt Probleme. Der große Preis von Miami, er ist noch nicht ganz vorbei. Es ist ein fantastisches Rennen und noch ist alles offen. Ganz genau. Wir haben heute ein paar fantastische Fahrkünste gesehen, allen voran von Aiden Jackson. Ich glaube, noch nie wurde von einem Konnersport-Auto mehr rausgeholt. Da hast du recht, das Team muss endlich zeigen, was es kann. Und Jackson könnte genau der richtige Mann dafür sein. Primär Ziel, schließe das Rennen ab. Gute Arbeit bis jetzt, Aiden. Versuch, den Abstand zum Auto vor dir zu verringern. Das ist Tsunoda. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen reinmachen. Mit heute sind wir auf Platz 14. Ja.
Der hat sich aber schön weggedriftet, der Wagen. Gut, wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Mega-Position, wir müssen einfach nur das Rennen erstmal abschließen. Wie runden wir denn überhaupt noch? Achte. Okay. Die Sonne ist natürlich ein bisschen fies, die steht natürlich extrem fies. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. So, vorbei am Tsunoda jetzt. So, die nächsten beiden sind Mick und Alonso. Vielleicht noch ein paar Punkte, das wäre total toll. Wir sind ja momentan auf Platz 13. Vielleicht noch mal irgendwie einen Punkt mit angeln oder sowas. So, Boxenstopp jetzt von. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,8 Sekunden. Alonso. Alonso ist in der Box. Okay, das habe ich jetzt nicht richtig. Das habe ich zu schnell jetzt nicht gesehen, aber wir sind dran an Mick, ne? Wir sind hier dran an Mick Schumacher. Beziehungsweise müssen jetzt wieder ein bisschen reinarbeiten. Wir waren jetzt mal kurz ein Stück weg. Wir sollten ein bisschen aufpassen mit den Checklimits. So, jetzt ist Butler vorbei an Tsunoda jedenfalls. Wir fahren jetzt quasi mehr oder weniger mit unserem ehemaligen Feind aus Teil 1. Boah, ich bin so am Ölen hier gerade. Ich kann eigentlich schon wieder unter die Dusche hüpfen. So, kriegen wir einen Mick nochmal? Also kriegen wir hier nochmal einen. Wie gesagt, mein Ziel ist es vielleicht irgendwie noch ein Pünktchen wegzuholen. Mitzunehmen. Hupsa. Okay, danach müssen wir uns vielleicht eine neue Rennstrategie überlegen. Okay, das hat's ja nicht. So, ich mache jetzt nochmal eine Rückblende. Ich mache natürlich eine Rückblende rein. Mein Ziel ist es natürlich. Okay, warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt wo? Okay, besser da draußen fliegen. Und das war's mit den Punkten. Ja, ich habe aber das Gas komplett weggenommen, ne? So viel zum Thema. Geil, du stehst in der Wand drin und darfst nicht weiterfahren, oder was? Oh, schlecht sind wir.
sind wir auf 16 sogar zurückgefallen. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Salonso? Scheiße, Mann! War so schön mit dran an der vorne. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Chance bringen. Das heißt, jetzt mal nur irgendwie das Rennen abschließen. Ja, vergiss es. Komm ich. Ich habe übelst. Ja, ich habe irgendwie Probleme. Wir sind momentan auf Platz 18. Also wir waren mal 12 da. Ich hatte jetzt vor ein paar Runden noch getreu von Punkten. Das können wir natürlich jetzt knicken. Das Auto liegt übel schlecht auf jeden Fall. Das hat immer wieder Probleme mit dem Rausbeschleunigen. Scheiße, Mann! Die Reifen sind aber auch durch, glaube ich. Muss ich zugeben. Gut, das erklärt, warum wir auch so Grip-Probleme haben. Das heißt, wir werden jetzt natürlich in die Box müssen. Wir haben nämlich noch ein paar zerquetschte Prozent. Wie gesagt, da kann es auch immer echt ein Problem haben mit dem Grip. Zwei. So, jetzt halt so wieder drin nach Hause fahren. Die Punkte, schade, ja. Okay, bei dem Boxenstopp hätten wir sowieso nichts machen können. Da wäre eh nichts drin gewesen, was Punkte betrifft. Frage, wie schnell kommen wir vorne an? Die Konsorten da vorne ran. Wir haben ja noch 4 Runden, 8 Sekunden sind das. Ganz toll. Gut, ja klar, aber ja, mit der 3 Sekunden Strafe gilt es erstmal nicht letzter zu werden. Das ist aber eine schlechte Strecke. Mir liegt es schon mal jetzt gar nicht gerade. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Da vorne wollen wir gar nicht mehr zu gucken jetzt. Jetzt müssen wir eigentlich so hoffen, dass wir nicht letzter werden, ne? Ja, okay. Ja. Wir müssen jetzt wahrscheinlich mit ihm versuchen, die Punkte zu. Alles okay, Aiden? Wie schließt sich Devin? Sieht gut aus bei ihm. Er kann ein paar Punkte für das Team holen. Schön für ihn.
Scheiße. Nach dem Rennen. Frustration am Motorproblem zwingt Connorsport Aiden Jackson, wenige Runden verwendet, Rennen ist den Grand Prix von Miami aufzugeben. Irgendetwas läuft immer schief. Hast du etwa nicht gesehen, was da heute los war? Aiden, du hast recht und ich kann das verstehen. Aber wir geben hier alle wirklich unser Bestes. Das Auto ist nicht perfekt, aber... Andreo, das höre ich echt jedes Mal. Wie sieht das aus, wenn ich so einfache Punkte verliere? Klapp, klapp. Was ist denn hier los, Leute? Was geht ab? Was habe ich verpasst? Oh, du kommst natürlich total passend gerade. Ich bespreche das Problem mit dem Auto. Schon wieder? Ich dachte, das wäre geklärt. Ich hatte heute überhaupt keine Probleme. Wie sagt man doch? Wenn der Reiter nichts taugt, ist wohl das Pferd schuld. Hey. Du kannst dir jederzeit meine Setup-Daten ansehen. Vielleicht hilft dir das. Das ist kein Problem. Ich sag's gern nochmal. Ich hab kein Setup-Problem. Das Problem ist, dass... Jackson, das war das Problem 2022. Das war so. Am Ende 21 dachten alle, dass Aiden von einem der Big Three gesigned wird. Aber es gab wohl keine Einigung, also kamen wir beide zu Connorsport. Glauben Sie, dass Aiden das zu schaffen machte? Das ist kein Geheimnis. In dieser Saison 22 war Jackson ein regelrechter Albtraum. Ich kann den Typ nicht ab, ich muss es so gerade mal anmerken. So, wir sind in der Zentrale. Zwischen den Story-Events kannst du zur Zentrale zurück. Hier kannst du neueste Nachrichten, deine Social-Feed und E-Mails überprüfen. Du kannst auch Anrufe an andere Charaktere während Breaking Point 2 erhalten. Der Charakter, den du in der Zentrale steuerst, kann sich von Besuch zu Besuch ändern. Bitte jeweils eine andere Perspektive auf das Leben bei Connorsport. Leistung und Ruf. Ich muss jetzt nicht alles vorlesen, oder? Leistung, Ruf, Reaktion auf deine Aktion. So, wir gucken mal gerade bei den Nachrichten. Ja, schwierige Zeit bei Connorsport, klar. Was willst du jetzt von mir? So, das war mal kurz ein Anruf. Wir gehen mal kurz mal rüber zu Social Media. Ja, Tier mit Maduk, das ist ein sehr bekannter F1-YouTuber. Englischsprachiger. Ich kenne ihn ja. Jackson soll vielleicht den Rückwärtsgang einlegen, das wäre schneller. Ja, Box, ja. Devin Butler wird der Garage von Connorsport natürlich bevorzugt behandelt, woran das wohl liegt. Ja, ich kann es mir schon irgendwo so ein bisschen denken. So, kurz mal die Mail noch checken. Andrea O'Connor. Ja, David of Badler. Ja, wie gesagt, meine Vermutung. Gut, das ist dann mal... wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr mit dem zweiten Kapitel hier bei Breaking Point 2.